Hab nicht mehr so viel Zeit. Ja, Silas, komm mal in mein Ich Team bin noch bitte. ready. Ach so, Ja, Team. du musst. Zwei. Oh mein Gott, was I'm war ready. das? Azteken. Bleiben wir einfach so im Channel? Ja, ich denke schon, oder? So. Nein. Nein. Was? Sollen Ah, wir natürlich switchen? nicht. Wie, natürlich nicht. Ihr geht Oh, raus. lolo. Ja, wir müssen in andere Channels, Ja, ihr sonst geht kann er nicht raus. mit dir reden. Ich will jetzt nicht Ich geh nochmal raus. raus. Gehört er Kann ich dann? grün Ist sein? raus. Was zur Hölle? Gebiet nach. Sie müssen Willst du echt rausgehen. orange Genau, sein? geht Ich glaube, raus. das war Natürlich will ich orange sein, ich bin immer orange. Kann ich grün sein? Oder willst du grün sein? Ich Kann bin ich grün. rosa sein? Ich bin immer grün. Grün! Dann bin ich die. Überall immer Ja, grün, jetzt auch geht in mal aus dem CSGO Channel und raus, Jungs. bla. Genau, geht mal. Ihr Tschüss. geht aus dem Channel Auf raus. Ja, Wiedersehen. geht ihr aus dem Ihr Channel habt doch gerade raus. gesagt, ihr geht aus dem Channel raus. Geht Habe raus. ich auch sowas Wir gehört? waren, wir sind viel früher, haben wir das gesagt gehabt. Genau. Wir waren als erstes dran. Ja, Ihr ihr geht habt aus viel dem früher Channel gesagt, wir raus. gehen Schaut raus. gern. Ja, ist ja auch dann Ja, da korrekt. Wer geht dann zuerst raus jetzt. sagt, mal zuerst, ja. Ja. Ja, ihr habt zuerst gesagt, wir gehen raus. Nein, Ja, ja, ihr geht ist raus. weg. Geht jetzt mal raus hier, bitte. Nein, ihr habt gesagt, ihr geht zuerst raus. Also ich bin es stark dafür, dass ihr rausgeht. Also das ist jetzt schon Raus! echt It's langsam. time to say Verzieht euch! goodbye. Nein. Doch! Verzieht euch! Wir sind auch in Team 2 und du Room 1, was ist das für eine Time Scheiße? to say goodbye. Ja, schau, unser Team ist auch Raus! noch richtig. Bam! Ja, unser Team ist richtig, ihr seid in Room 1, ihr Mongos! Fuck, wieso sind wir in Room 1? Da, Ich da, bin du hast alles Team kaputt Nummer gemacht, du 1 hier! Idiot! Goddammit, okay, dieses Mal. Wer hat bitte von so langer Hand geplant? Oh, ich hasse euch. Kleinen Moment. Oh ne, jetzt schreibt Robin, seriously, ich komme jetzt. Start das Spiel schnell. Brauchen eine Ausrede. Moment, hierhin. Channel switched. So, hallo. Ich habe mich, by the way, doch zum Stream entschlossen. Oh, okay. So, jetzt muss ich noch den Link hier So. posten, kurz. Twitch. .tv slash sig enterprises. Alles richtig geschrieben? Yes. Twitter. So. Und jetzt noch Facebook. Hey Cortana. Öffne Facebook. In Ordnung, Verdammt, ich jetzt hat sie es öffne auf dem die App Desktop auch hier. gemacht. Shit. Es ist so verwirrend, wenn man, nein. Gott. Was ist denn jetzt mit Ihnen los? Gott. Okay. Bist du bereit, Silas? Dann würde ich jetzt hier starten. Ja. Okay. Jetzt Ende tippen, aber es geht ja schnell. Oh, fuck. Ups. User joined Was soll das? Bist du sicher? Ist das dein fucking Ernst Was ist denn mit jetzt? euch los? Was soll denn das? Ich hab gefailt, ich habe auf Cancel gedrückt, ich Oh wollte aber eigentlich shit. nur abbrechen, weil ich mir Eklige Sabotage. nicht sicher war, welche Ding hier richtig war. Was, wieso Was? seid ihr jetzt alle in Room 2? Verpisst euch in euren eigenen Room! Genau, Weil ich tschüss! versagt habe. Ich wollte Nicht wissen, warum ich versagt Oase, habe. nicht Oase, Lass nicht Ja, Oase, genau lass einen deswegen wollte ich löschen. das Nicht vielleicht wechseln, und Oase, da ich... nicht Oase, nicht God damn Oase. it! Left your channel. Habe ich schon eine neue Einladung? Eigentlich Ist. Joined Ich brauche mal Adminrechte. Wenn er Adminrechte bekommt und ich bis dahin nicht wieder Adminrechte. welche habe, dann bin ich echt sauer. Du hast keine Adminrechte, du bist ein richtiger Ich hatte Loser. mal Adminrechte. Damals, da hat das glorreiche Querdreich noch Ja, existiert. weil du Jetzt ist es ein datenmäßig Channel, in hier den ich mich Das einwähle. Quaich. Das existiert immer noch. Bitte. Bitte gib Irgendwann mir werde ich Adminrechte, nur Admin. um Arvid zu ärgern, das wäre super. Ich bin kein Admin. Ja, Wie, du bist kein. ich Wer ist denn Admin, Admin? weil Das ist er doch hat seinen scheiße PC neu hier. Niemand, aufgesetzt, es ja, er hat gibt seinen keinen. PC neu aufgesetzt und dann war er zu faul, das Profil rüber zu kopieren.
Und er war seitdem aus ein neues Profil Admin zu machen. Deswegen existiert hier ein Admin. Doch es gibt einen Admin. Und dieser Admin ist Felix, der vor gefühlten 5 Äonen das letzte Mal auf Teamspeak war. Und Insta-Boss wäre mit ihm wieder draufgekommen. Silas, nur die Megaplebs. Hab echt nur begrenzte Zeit. Wo bist du? Ich bin doch hier. Also, bei mir bist du nicht da. Ich mache einen Screenshot. Ich will kein Screenshot, ich will, dass du was unternimmst. Dann brauche ich eine neue Einladung, yo. Du bist im Game. Aber ist jeder da? Er ist nicht im Game, bei mir ist er nicht im Game. Dann bist du scheiße. Wir sind immer noch auf Oasis. Ja, weil ich gerade... Was machst du denn? Du machst doch gar nichts, verdammte Scheiße, Alter. Ich hab Zeit bis 8 Uhr, es ist halb 8. Okay, wir nehmen Black Forest. Idiot. Black Forest. Geht in euren Channel zurück. Los. Nein, nicht bevor du nicht in der Lobby bist. Ich bin in der Lossi. Lossi. Gott. Sind wir alle ready jetzt? Ich bin. Ach nee. So, jetzt. Außerdem ist Arvid rot. Wie ich. Oh, warte. Idiot. Ich bin rot. Du bist rot. Bei mir bist du Spieler 2. Bist du wirklich in dem Spiel reingetan? Ach, irgendwie hat sich das Spiel nicht aktualisiert. Jetzt hat es sich plötzlich aktualisiert. Hass auf die Menschheit mal wieder hier, das soll denn Anfängerfehler. Lass wieder in unseren Room 1 fliegen. Wo die coolen Kids sind. Tschüss. User left your channel. Gott. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass sie live sind. Das finde ich sehr lustig eigentlich. Und dann guckt Eddie irgendwann auf den Channel. Fuck! So, ich brauche Platz. So, oh fuck. Hab ich Schafe? Was ist das denn hier? Oh Gott, es gibt Turkeys? Ja. Seit wann gibt es Turkeys? Gibt auch Kühe, tatsächlich. Was? Wer hat das denn invented? Keine Ahnung. Ich habe wieder meine gesamte Build-Order vergessen, jo. Haus am Anfang. Mhm. Stimmt, das wäre vielleicht sinnvoll. Du baust ein Haus. Haus. Plopp. Und dann brauche ich Dorfbewohner. Dorfbewohner! I need my villagers! Ah, das sind meine Cobbles. So, dass es Turkeys gibt, ich finde es faszinierend. Ist ein Game Changer! Ein Game Changer! Neueste Technologie. Turkey Technologies. So, ich brauche noch mehr Holz. Du Holz. Holz, ja? Ich habe nicht darauf geachtet, ob die Karte die richtige Größe für die Spielerzahl hat. Oh, not enough food. Was halt vom letzten Mal auch nicht gemacht. Warum Zeit, das zu ändern. Eine Mühle. Die bauen wir hier hin. Ich habe noch mehr Turkeys gefunden. Die machen so komische Geräusche. Ja, es sind ja Cobbles. Nein, es sind Turkeys. Sind Cobbles? Da steht Turkey, jo. Aber es sind Cobbles. Da steht Turkey. Wenn ich draufklicke, steht Asterix da Turkey. Geschaut. Mann. Und ganz Gallien war belagert. Ganz Gallien? Nein! Bestes. Oh fuck, da ist ein useless Dorfbewohner. Hör auf, useless zu sein. So. Oh, ich brauche ganz dringend neue Cobbles. Wieso habe ich keine mehr? Gott, da hat es sich ja ausgekoppelt, Alter. So, ich gehe mal direkt ein bisschen scouten, ja. Ich brauche mehr Dorfbewohner. Tatsächlich. Denn ich brauche mehr Nahrung, und um noch mehr Dorfbewohner zu produzieren. Das ist korrekt, oh yeah. Oh mein Gott. Eigentlich könnte ich ja mal Folgendes machen. Du hier, lieferst kurz das Holz ab. Und dann wirst du auch Turkeys schlachten. Und du das. So. Dann sollte es nämlich auch ein wenig schneller gehen. Mit meiner Expansion. Das ist schön, da wir gestern auch AOE gespielt haben, muss ich jetzt nicht mal den Titel unseres Streams ändern. Ultra faul. Ich bin, aktuell ist ganz, ganz aus. Ist also wirklich, es ist völlig vorbei.
Das ist das Einzige, wozu ich mich aktuell motiviere, ist ins Gym zu gehen, weil das halt direkt um die Ecke ist. Und ja, sonst tue ich einfach gar nichts. Doch, eher halt YouTube, aber ja. Und so ein bisschen hier am Roman schreiben und dann so, oh fuck, du hast morgen Uni. Lassen wir das. Er schreibt morgen auch wieder einen Test, das wird schon. Oh. Ja. Da habe ich so wenig Wut. Macht mich ganz wutend. What did you say? Wut? Wut. Zeit noch mehr Nahrung zu holen. Du kannst schon mal ein Feld machen. Felder. Oh yeah. So, zack, zack. Komme ich diesmal hoffentlich auch schneller ins Feudal Age. Trotzdem bin ich letzter. Nein! What is it I do wrong? Not enough food. Ich habe Angst, dass sie früh pushen werden. Das sieht ihn nämlich ähnlich, weil ich immer relativ spät erst Einheiten baue. Und das weiß er. Ich fange auch jetzt erst an, eine Kaserne zu bauen. Ja, ich habe gar keine Kaserne. Ja, ich auch nicht. Ich fange jetzt an, sie zu bauen. Hä? Ja, ich habe noch nicht mal angefangen, sie zu bauen, wollte ich sagen. Du Nap! Ich dachte, ich spiele mit einem kompetenten Menschen. Aber was spammen jetzt hier schon wieder Leute zu? Spaß. Was spammen jetzt hier schon wieder Menschen? Spam. I don't like this spam. So, warte mal, du kannst jetzt hier mal. Ist hier überall Wood. Geh mal dahin. So, wo ist eigentlich mein Scout? Hier ist Adrian. Ah, dann gehe ich da mal nochmal scouten. Very nice. Okay. Hast du nicht Black Forest genommen? Ja. Warum sind hier denn überall Palmen? Ah, es ist. Im Schwarzwald stehen immer Palmen. That makes sense. Du machst mal lieber den hier. Das geht viel einfacher, besser und schneller. So. Noch mehr Dorfbewohner. Oh, die Kaserne ist fertig. So, dann baust du mal noch ein Haus. Weil Häuser... Ah, stimmt, sollte ich auch mal tun. Dann sollte ich schon mal ein paar Typen ausbilden. Not enough food, yes. Also, hilf mal schnell das Haus zu bauen. So, du bist auch dahin. Du auch. Okay, und alles es wird lange. Sich sicherlich lohnen. Ja, hier ist Eddie. Und direkt noch ein Haus. Ich slay einfach mal ein paar Dorfbewohner von Adrian. Was ihn zwar mad machen wird, aber scheißegal. Vielleicht tötet er sogar meinen Kundschafter, weil oh fuck, er hat so viele. Shit, ich komme nicht mehr raus. Nein! Fuck! Shit. Villager created. Man, der kann schon mal anfangen, Gold zu holen. Fuck. Nein, lieber Holz. Holz ist besser. Holz. So. Ah, hier sind noch die zwei. Du gehst auch noch zu Holz, ja. Du machst noch ein Feld, bitte. Können wir nämlich auch mal schneller ins Feudalzeitalter voranschreiten. Oder sowas. Ich gehe jetzt erstmal voll auf Nahrung, ja. Ein bisschen Defense brauche ich schon. Ein paar Soldaten hier haben. So. Also dass ich nicht komplett screwed bin, falls jemand kommen sollte. Na, werde ich auch demnächst jetzt dann schauen, dass ich da irgendwas zusammenkriege. Ein Speer chillt hier bei mir irgendwo rum, was ärgerlich ist. Ach, sein Speer. Ich dachte schon, meiner ist tot. Glorreich gescheitert an Dorfbewohnern. An Castle Age, uncool. Nicht Castle, sondern. Was? Ich dachte schon so, stopp, stopp. That would be too fast.
Der tendenziell dann irgendwie von hier kommen, ne? So. Okay, come on. Gained more Nahrung, ihr Spästen. Los. Fuck. Not enough gold. Shit. Haben wir noch einen Dorfbewohner. So. Oh fuck, selbst er ist schneller als du. Ah ne, du bist schon im Vorderledge. Oh. What makes me the slowest one? Ah. So. Oh, ich habe gleich keine Türkis mehr. Verdammt. Nee, die schon ganz schön schnell weggefarmt, ja. Aber wenigstens sollte diesmal meine Holzproduktion nicht so einfach zu beten sein, ja. War ja furchtbar scheiße. Und oh nein, sein Kundschafter! Und Eddies Kundschafter auch noch, was soll denn sowas? Der will hier stehen bleiben, der Späst. Hä? Das deny ich ihm aber. Ork, Bantu, Ork. Ork, Bantu, Bantu, Ork. Verschwendet von meinem Rasen. Wow, jetzt kann ich auch mal ins Folder Edge Access Dings gleich hier. Los! Wahnsinn. Jetzt finde ich eigentlich auch, ja. Finally, wow. Ich bin ja so schnell. Oh, da ist ja noch ein Turkey. Verdammt. Den könnte ich auch mal zum Scouten benutzen, ja. Turkey, los! Bantu, Bantu. Bantu, Bantu, Ork. Was für ein Scheiß? Keine Ahnung, das sagen die Leute die ganze Zeit. Not enough gold. Ah, oh, goddammit. So. Da, oh, da ist noch Gold. Very nice, actually. So, du defendest hier mal den Shit. Und hier oben mal den Shit. Defense stands. Wow. Da dum dum bum 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 dum bum bum. Da dum 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 dum. Oh ja, mein Turkey macht sein bewegt sich langsam Richtung Adrian. Also schenkst du ihm Food. Weil es ein fucking Turkey ist und ich dafür nochmal scouten kann, ohne was zu holen. Naja, aber du siehst nicht wirklich viel, weil die erste Einheit, die dann Turkey sieht, dem gehört der Turkey. Yes, but I don't care. Ich wollte jetzt halt auch nicht nochmal Dorfbewohner extra dafür abziehen, um einen scheiß Turkey mal eben zu farmen. Would be... Mit Turkeys hast du einen schnelleren Nahrungsgain als mit dem zum Beispiel. Yes, yes, bla bla. 40 Gold, das habe ich doch jetzt. Nice. Ah, scheiße, schon. Oh, das kann man auch auf Rüsten. So, hier auch. Und dann brauche ich vor allem mehr Dorfbewohner. Hey! Villagers! Ich spamme einfach Villagers, bis meine Economy einfach so overpowered ist, dass nichts mehr geht. Aber vergiss nicht, irgendwie Verteidigung zu bauen. Das ja, ich habe ja schon einige Schwertkämpfer. Hast du auch einen Wall oder irgendwas? Einen Wall? Wieso sollte ich einen Wall bauen? Baue Weil lieber. Du hier relativ gut einbunkern kannst. Ich baue lieber Scout-Türme, dann weiß ich nämlich immer, was sie tun. In
Dark Forest kannst du aber relativ gut dich einbunkern, deswegen lohnt sich sowas hier. Erstmal einen Marktplatz, dann kann ich gleich sehen, was du siehst. Das ist um einiges sinnvoller jetzt. So, dann baust du nochmal ein neues Haus. Oh crap, Adrian wird es höchstwahrscheinlich ziemlich schnell auf Pferde gehen, auf Ja, Ritter. Deswegen mache ich gerade schon Pikiniere. Oh shit, na. So, du brauchst noch mehr Gold. Ich habe immer noch keinen Stein gefunden, was irgendwie pretty shit ist. Weil sobald ich ins Castle Age komme, habe ich dann ein fettes Problem. So, ist der Tower schon fertig? Nein. Oh nein, dieses Feldgeräusch. Mehr Pikiniere. So, brauchen wir noch einen Tower? Ah, fuck, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Hier ist überall nur Gold. Wie useless ist das bitte? Gott. Shit, ist das behindert. So, bauen wir Häuser. I made a terrible mistake. Oh, Steam sagt mir, du spielst gerade zufällig die Age of Empires 2 HD Edition. Was? Wie kommen sie denn da auf? Das ist auch nicht so irgendwie ausgegangen. So. Ich muss gleich mal ein Dings bauen hier und dann mal ganz schnell rausfinden, wo Stein ist, sonst bin ich ganz schön screwed. So, gleich sehe ich eher erstmal. Oh crap, wieso ist mein Kerl so viel Shit hier? Und noch ein Haus. Wo ist der neue Dorfbewohner? Ach. So, auch noch Gold. Gold. Oh nein, Eddie kommt, der will meine Dorfbewohner slayen. Dann würde ich jetzt schleunigst was dagegen unternehmen. Ja, I'm already on it und der tut es bereits. Oh Gott, wird das alles crappy. Ich habe auch noch immer noch keinen Markt. Wie geht's bei dir da unten? Ja, ich sollte es schaffen, ihn down zu kriegen. Denke ich, schätze ich, hoffe ich. Oder? Na? Okay, da kommen ja noch zwei neue Knights. So. Okay. Wem gehört dieses Feld hier? Hier. So. So, ich brauche noch mehr Pigments. Problem ist halt, Eddie macht Ritter. So, jetzt brauche ich. Okay, ist hier irgendwo Stein? Stein, Stein, Stein. Stein. Warum bist du so useless? Was soll das? Oh, da ist Stein. Los, schnell! Los! Los! Ich brauche Steine! Fuck. Und more Villagers. Villagers, oh yeah. Ball, okay.
So. Crap. Das ist alles aber nicht gut. Mehr Häuser. Mehr Häuser, sagte. Mehr Häuser. Und Arrowmans. Jo, nice. Nur noch Stein, los. Okay, so, was? Oh, fuck, ich muss auch mal meine Holzproduktion noch höher machen. So, hier geht noch Häuserfarm und du fängst jetzt an zu bauen. Und baust erstmal noch ein Haus. Oh Gott, too much production! So, was brauche ich jetzt fürs Castle Age? Okay, das sollte machbar sein. Ich beobachte, dass da unten durchgekommen ist. Oder überhaupt irgendwas durchgekommen ist. Das sollte machbar sein. So, jetzt kann er eigentlich nicht mehr so viel einfallen hier. Da oben kommt er nicht. Oder zumindest merke ich, wenn er da kommt. Und da bist du. Gut. Okay. Kann sonst Crap nicht mehr so einfach passieren zumindest. Irgendjemand hat ein Foto okay gepostet, I don't care. Diese Benachrichtigung, ja. So. Okay, wem wird das Feld hier wahrscheinlich ist. So, mach's mal neu. Und dann kann ich gleich auch endlich mal die scheiß Castle Edge machen, ja. Bin so hinterher, was sowas angeht gerade. Krass. Was? Hier wird irgendwo gekämpft. Warum sagt mir keine Sau, dass ich angegriffen werde? Ah, ja, Ritter. Bringt ihm halt nicht so Hast viel. Hast du vorgesagt? Ich habe Pikiniere, aber seine Ritter sind halt arschschnell und jetzt slayen sie meine... Ich hasse sowas, das geht mir so auf den Sack. Das ist mir immer so, ich gehe auf Economy, ich gehe auf Economy und töte alles, was er hat. Mein Baum. Ja, toll, und man kann die halt kaum einholen. Jetzt muss ich sie in diese Ecke treiben, bla, und er macht meine Holzproduktion wieder. Hast du Leute schon reingeschickt? Das hat sich nicht gelohnt für zwei Ritter, jo. Na, diese Jaguar-Krieger müssen diesen Jaguar töten. Gut. Oh, ach so, da bist du. Jetzt ist halt gerade gleich. So. Aber ich hab leider, ich sehe erst gleich deine Vision, deswegen weiß ich gerade noch nicht, wo was abgeht. Ja, er hatte noch einen Ritter hier, der dir gerade vorher vorne reitet, aber ist das okay. Der flieht eh. Warum? Ah, ich hasse das. Das jagt ihm doch nicht über die ganze Map hinterher, ja? Stay here. Ja auch. So. Okay, So, Moment. Oh, er ist ja auch gar nicht so schnell. Oh, cool. Da bin ich ja gar nicht so hinterher. Zumindest im Vergleich zu ihm. Shit, wo geht's hier durch? Das macht mir Angst. So, Zeit noch mehr Verteidigungstürme zu bauen. Ich bin
Bin Fan von Verteidigungstürmen. Oh yeah. So. Kann ich die, ne, die kann ich in der Akademie mit Zuckerkanonentürmen später machen erst, ne? Ja, schon mal. Shit, ich dachte, das geht irgendwie in der Schmiede. Damn! Ich hab noch keine Universität gebaut. Fuck. Not enough gold. Oh fuck, jetzt ist natürlich meine Goldproduktion auch wieder im Arsch, ey. Ich muss echt mal diese Gruppenbenachrichtigung ausstellen. Das ist ja unglaublich nervig. Facebook! So, Gold. Gold, Gold, Gold. Ich brauche ganz viel Gold. So, und dann kann ich mal meine erste Burg hier gleich auch mal bauen, hoffe ich, schätze ich. Maust du mich gerade zu? Ja. Ich hoffe, du machst da auch ein Tor rein, sonst ist das ganz schön doof. Ja, natürlich, aber ich will dazu haben, wenn wir nämlich später eine, Just asking. Wie nennt sich das Shit? Eine Handelsstrecke haben, dass die nicht dauernd traden können. Mhm. Makes sense, yes. So, mehr Stein. Noch mehr Stein. Was ist das? Ist ein Tor? Okay. Na dann. Der Speer hier macht mir Angst. Ja, der graue? Ja. Ja, wieso holen wir den nicht mal eben? Guter Anfall eigentlich so an sich. Cool, und ich spamme das jetzt hier mit Verteidigungstürmen zu. Dann stehen sie erstmal vorm Tor. So, fein, sind meine Pikiniere dann auch mal aufgerüstet, ja. Oh, hier kommt. Ach ne, das ist nur ein Speer, okay. Wie viel Stein braucht man denn? 650. God, scroll, shit. Ich habe schon so viel auf Stein. Also noch mehr Gold hier. Was? Ich werde angegriffen. Wo? I don't know. Ah, da unten war was. Hier war ein Speer durchgekommen. Ah, okay. Ja, dann gut, den hatte ich auch vorher schon gesehen. So. Okay. Need to build more houses. God damn it. Ja, er braucht schon wieder ja, Hausknappheit. Ja, ich will halt eigentlich mal eine Burg bauen, aber das Problem ist, ich habe nicht genug Stein. Jetzt hätte ich sogar sagen, dass mein Stein gerade echt null fehlt. Ich weiß nicht, ich habe halt nur dieses eine Dings. Echt, Food fehlt dir? Food ist gut. Bei mir wäre gut, actually. Was kriegt man nochmal durch die Loren hier? Ein Marktplatz Gold, ne? Wenn Gold, ja. Das ist gut. Mach ich da auch mal drei oder von oder so erstmal. So. So, noch mehr Stein. Sehr gut. Okay, jetzt kann ich eigentlich meine Burg bauen. Du baust jetzt meine Burg, du Späst. Habe ich nämlich diesen Bereich hier auch mal ein bisschen mehr abgesichert. Genau, so, und dann meine Produktion später. Ah, wo ist dein Marktplatz genau? Hier hinten. Ah ja, ne, ich sehe ihn schon. Okay. Not enough food. Oh, 1000 Food kostet der, ist den Scheiß aufzurüsten, oder wie? Gott verdammt. Diese Felder. Ah. So. Ach zack. Ach zack.
So. Brauch gleich noch mehr Villager, ja. Stimmt. Jetzt will ich noch ganz viele Armbrustschützen bauen. Weil, deswegen. Not enough gold. Oh shit. Das ist 800 Food auch. Fuck. Oh Gott, ich brauch so viel mehr Food. Wann ist die Burg fertig? Ja, gleich, sehr gut. Kann ich meine Ausbildung auch fortführen hier. Need to build more houses. Yes, I know. That's why I'm building this thing here, you know? So, und dann muss ich eine Uni bauen, damit ich meine Türme verbessern kann, sonst haben die nämlich relativ wenig Sinn. Ja, stimmt, das erinnert mich daran, dass ich mit Ballistik erforschen sollte. Ich weiß nicht, ob ich berittene Bogenschützen auch machen soll. So. Ne, das ist ein Kloster, fuck, ich wollte eine Uni haben. This one, right here. Where is... Da ist gut. So. Oh fuck, ich brauche ein neues Steinlager gleich. Gottverdammt, wo ist denn hier mal was? Fuck! Warum gibt's so wenig Steine auf der Map? Wer hat das Wert? Ah, da. Da oben ist Stein. Sehr gut. Alles klar. Dann gehen schon mal... Jetzt für drei geht er schon mal rüber. Und baut schon mal das Neue dahin. Düm, düm. So. Und ihr geht dann auch mit dahin. So. Und dann brauche ich noch mehr Holz. Wood. Finally, die Universität. Was ist das hier? Ja, Guard Tower. Wie viel? Wie viel Wood? Was? Shit. Deswegen brauche ich mehr Wood. Ja, das war ein guter Einfall. Oh ja, das ist auch noch wichtig hier zu erforschen. Oder ist noch ein Markkarren? Noch ein neuer Villager, du gehst auch mal noch auf Wood. Ich brauche noch viel mehr Wood. Was baust du denn jetzt hier hin? Noch ein Castle. Gut. Oh ja, ich könnte auch mal meine Dings Knights ausbilden. Be smart. So, dann noch meine Archer verbessern. Beziehungsweise sind jetzt eigentlich Armbrustschützen, aber gut. Crossbow. Not enough Wood. Noch mehr Villager. So, wo war jetzt die Universität da? So. Dankeschön. Oh nein, ein Feld ist leer. Verdammt! Oh, sollte vielleicht auch gleich nochmal nachsehen. Steuerung. So. Das ist auch fertig. Bla. So, dann verbessern wir das noch, damit die Markkarren mehr Sinn machen. Oh, da steht schon seit 2 Jahrzehnten sein Neid rum, ne? Speer rum. Soll ich den mal eben down machen? Ja, ich hol ihn schon. Ich schick mal einfach meine Crossbow-Typen drauf. Obwohl, vielleicht wäre es besser nicht zu sagen, dass ich Crossbows baue, ich weiß nicht. Na. Ja, wo steht denn? Steht da noch einer oder wie? Ich hab jetzt, wie kann man nochmal markieren? Alt F. Direkt vor dem Tor, da steht noch sein Knight rum, der vor Äonen nochmal. Ah, okay. Fuck. Oh, was wie? Nee, ich brauche noch eine neue Burg oder neue mehr Häuser. Wo kann man immer noch einen hinsetzen? Dahin. Oh shit, ihr müsst da alle hoch. Hab ich ganz vergessen. So, dann brauche ich mehr Markkarren. Ach stimmt, ich brauche erst mehr Häuser. Verdammt. Warte mal, du. Kurz dann da.
So. Ach, du hast ja diese. Du spielst ja Azteken. Gott. Ich bin aber nicht für so eine Religion offen, ja, mit so komischen heidnischen Göttern, ja. Das hat nichts in meiner Kultur zu suchen. Fuck. So. Holz. Obwohl, ne, der eine kann man noch Gold machen. Not enough gold, das ist nicht gut. Dachte, ich hätte enough gold. Wohl nicht so. Warum steht hier einfach so ein Dings, ein Trade Card von meinem, von dir, vor allem von meinem Marktplatz rum? Das ist verbuggt, keine Ahnung. Geht's halt immer noch rum? Oder? Nee, jetzt, jetzt ist es weg. Gott, baut die Burg schneller, es stoppt alles. Oh, ich könnte auch mal, wann könnte ich denn mal advancen? Ins Imperial Age, yo. Vielleicht mal gucken. So. Ich glaube, ich mache die Lücke hier gleich auch nochmal zu, ehrlich gesagt. So, okay. Habe ich vielleicht nicht mehr genug Geld für sowas hier, aber dafür kann ich jetzt sowas ja noch spammen. Meine Aran geht wahrscheinlich echt voll auf Knights, sonst wäre er auch nicht schon im Imperial Age, weil da kommt. Angegriffen von einem Samurai. Was, wo? Von einem? Haben wir, du hast Crossbow. Einheiten, Fernkampfeinheiten, gell? Das yes, ist gut. Die brauchen wir nicht gegen Samurais, weil sonst sind wir screwed. Nicht so viele, aber gut, ich kann noch mehr produzieren, das ist ja kein Problem für mich. Das solltest du unbedingt tun. I'm already on it, yes. So, dann baut ihr nochmal schnell doch nochmal zwei Häuser hin. Du baust noch eine zweite Dings hier. Fertigungsanlage für den Bullshit. Am besten wird das weiter hinten, so hier dahin. Genau. Dann brauche ich noch mehr Nahrung. Okay, shit. Du brauchst Nahrung? Nee, ich habe nur noch mehr Felder gebaut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich Nahrung brauche. Ja. Genau. Oh, das Trade Card ist da. Dann kann das auch mal zu deinem Marktplatz düsen. Zack. Noch ein neuer Villager. Zeit, dass du Gold abbaust. Feld alle, fuck. Bla, oh Gott, jetzt wird es langsam anstrengend. So, genau, jetzt wollte ich nachgucken, was ich brauche fürs Dings. 1000 Food, 800 Gold! Fuck. Ja, dann bauen wir mal noch mehr Trade Cars, ne? Das wird ja sonst nichts. Und schicken am besten noch ein paar Villager auf Gold. So. Stimmt, noch mehr Crossbow-Schützen. Crossbow. So, und ihr baut mal noch ein paar weitere Türme. Was? Wo wird hier gekämpft? So, ich wäre dafür, dass wir uns das bald mal auf eine Angriff vorbereiten. Da ist ein Samurai, der die Mauer zerstört. Ja, ich weiß. Um den kümmere ich mich jetzt. Obwohl, ne, da ist ein dummer Sammelpunkt. Den sollte ich am besten da hinsetzen. So. Oh, fuck, Felder alle. Shit. So. Ah, da sind noch mehr Trade Cars. Sehr gut, zack. So, ich bin am Podcap. Echt? Ja. Ich bin gerade mal bei 120. Gottverdammte Scheiße. Ja, wo standen die denn rum, dass sie jetzt diese Ewigkeiten brauchen, da durchzugehen? So. Oh fuck, ich habe schon wieder keine Steine. Egal, dann baut ihr jetzt mal ganz schnell noch eine Burg. Wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Ich baue mal hier bei dir noch eine hin. Obwohl, nee, da ist dumm. Kann ich das noch abbrechen? Wie kann ich das abbrechen? Einfach draufklicken, ne? Was? Okay. Nee, ist vielleicht schon okay. Oh fuck, jetzt gehen die alle dahin. Ah. Oh. Oh, außer der eine. Wo hast du noch irgendwo Stein? Zufällig? Nö, ich glaube, sie haben mich alles abgebaut. Das ist doof.
Obwohl, ich habe eigentlich fürs Erste genug, aber trotzdem. So. Dann baut ihr die Burg jetzt einfach mal dafür dahin. So. Versperrt ihr nämlich den ganzen Karts nicht den Weg. So, was machst du hier? Warum bist du so useless? Hör auf, useless zu sein. Bau ein Haus. So, und dann brauche ich noch mehr Dings. So. Und dann brauche ich vor allem noch mehr Gold gleich mal. Irgendwie, obwohl ich könnte auch eigentlich mal Folgendes tun. Marktplatz, Trade. Bisschen Food sellen, jo. Weil davon habe ich viel zu viel. So über 2000. So. Zack. Dann will ich gleich auch mal ins Imperial Age. So, Gold, Gold, Gold. Du baust mal noch ein Haus zur Sicherheit. Obwohl, nein. Jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen. Obwohl, ne, das können die gleich machen, dann machst du das nicht. Bla. Genau. Du machst nämlich das. Du machst das. Du machst das. Und ihr hier oben, ihr macht jetzt bitte noch ein Dorfzentrum bei dir, weil. Im Fall der Fälle oder was? Yes, ich denke bereits mal voraus. Falls ich jetzt down gehen sollte, weil ich werde. Oh fuck, ich werde. Ja, die kommen hier unten in Wäden. Okay. Mit was? Mit. Warte. Briten in irgendwas? Knights. Nee. Briten in Bogenschützen und Kundschaftern. Das ist Eddie. Und ein paar Knights. Oh, und zwei drei Katapulten, ein paar Katapulten. Oh, Katapulte sind Madik. Moment mal, ich schicke einfach mal rein hier. Shit. Oh, nicht vergessen nachzuproduzieren. Oh Gott, damn it, meine Defense! Oh, der hat wieder seine berüchtigten Elefanten gebaut. Dass Eddie eine Niete im Makro und Micro und allem ist. So, Zeit, Defense weiter auszubauen. Ich baue jetzt noch eine Mauer hin. Ist mir zu doof. Ah, warte mal. Oh, das ist jetzt malig. Was denn? Das hier. Oh, shit. Sie haben es getimed. Yes, warte mal. Soll ich mal bei dir reingehen? Ja, gut, ne? Das sind Samurais? Ja. Oh, fuck, das sind sogar viele. Sind sehr viele Samurais. Shit! Ja, ich komm mal. Jetzt, dass Eddie dann natürlich nicht kommt. So, wie läuft's mit der Nachproduktion? Deine Einheiten, die stehen jetzt da unten. Gut, dann ist das erstmal okay. So.
die Samurai sind hauptsächlich ziemlich madig. Was ist das denn hier? Ach, das ist einer der komischen Special-Einheiten, oder was? So. Ja, es läuft mit der Produktion nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Hat meine Einsatztruppen wurde auch vernichtet. Blöd wäre jetzt echt, wenn Eddie unten bei mir einfallen würde. Das würde. Dann wären wir ganz schön screwed. Okay. Oh, well, shit. Fuck, jetzt habe ich meine ganzen Häuser verloren, deswegen. Kaum Ding. Na. Obwohl, ne, da oben hat er noch einen ganzen Batzen. Shit. Ich dachte schon so, ah, sieht ganz gar nicht so schlecht aus. Na, vor allem den Markt hat er vernichtet, das ist jetzt ärgerlich. Die Japaner, Mann, scheiße. Habe ich nicht bedacht. Die Sache ist nämlich die, dass ihre Einheiten gut gegen andere Spezialeinheiten sind. Und mein Volk relied heavily auf Spezialeinheiten. Mhm. Moment mal, ist das alles, was du noch hast? Ja. God damn it! Wir bräuchten Pferde. Die Azteken haben aber keine Pferde. Das stellt ein Problem dar. Hä? Ja, ich dachte, die Dings wären gut gegen die Samurai. Die was? Ja, Dings. Hier, Crossbow-Schützen. Ja. Ja, also. Wie du siehst, habe ich aber keine Crossbow-Schützen. Ja, aber ich. Ich hoffe, du hast viele davon. Nicht mehr. Jetzt kommt er mit Dorfbewohnern an, what the fuck? Ja, um ein Schiff zu bauen. Türme, um genau zu sein. Du darfst die Crossbow-Schützen nicht alleine reinschicken, die gehen sonst instant drauf. Da sind ja auch Knights dabei. Meistens zumindest.
Also meine Special-Einheiten, diese Teutonenritter da mit. Das kannst du vergessen. Die haben fucking Langschwerter, das ist so historical unlogisch. Die Japaner haben einen Angriffsbonus gegen Spezialeinheiten. Antworten deine teutonischen Ritter Spezialeinheiten sind, werden die hart massakriert. Was du machen könntest oder was sinnvoll wäre, wäre normale Man-at-Arms und so Zeug. Okay. Not enough gold. Aber die habe ich leider nicht ausgebildet, deswegen. Oh, meine Goldproduktion ist ja auch screwed. Nice. Weg. Ja, dann geht mal hier hin. Natürlich ärgerlich. Ja. Moment, ich brauche erstmal Gold. Fuck, ich habe komplett nicht nachgedacht. Ah, die Japaner, natürlich. So ein ärgerlicher Scheiß. Schon wieder nicht genug Gold, ey. Gut, dass ich so viel Holz habe. Ah, ha, ha, ha. So. Ich hoffe, da oben noch nicht komplett alles zugebaut wird, aber ich es wahrscheinlich haben. Das Game haben wir an sich eh schon ziemlich verloren. Das vor allem, obwohl Eddie kaum was gemacht hat. Hat einmal angegriffen. Kann er das nicht mal schneller erforschen? Oh Gott. Gott! Jetzt merkst du, hast du gemerkt, dass du unten noch Einheiten hast. Nee, die weiß ich schon, dass da sind, aber die bringen mir nichts. Die gehen einfach drauf. Nein, die machen bestimmt so ein bisschen Schaden. Die so. Werden einfach nur umgemäht werden. Ja, guck mal, jetzt schicke ich noch meine Dings da rein. Zack. Pass mal auf. Oder? Der Fakt, dass ich ja nichts bauen kann, bedeutet nichts Gutes im Zweifelsfall. Oh nein, sie brennen, dein Feld brennt. Fuck. Das sieht einfach so dumm aus, wenn so ein Feld brennt. Na. Shit. Und noch mehr Champions. Und noch mehr Champions hauptsächlich. Genau, dann brauche ich noch Gold. Oh, hier unten stehen auch noch welche. Die können auch mal da oben hinzustoßen. Genau, dann brauche ich noch mehr Gold. Und dann brauche ich noch mehr. Shit. Wo werden wir jetzt genau angegriffen? Oh, mein Tower. Ah, ja. Ich bilde jetzt eine Armee und dann mache ich den gleich platt. Pass auf. Wenn ich akuten Goldmangel habe und gleich noch mehr, weil meine Villager töten wird, die Gold abhauen.
Not enough gold. Boah, die sind aber auch teuer. Dann brauchen wir mal noch ganz viele Speerwerfer, weil Speerwerfer nichts kosten. Obwohl ich die überhaupt nicht aufgerüstet habe. Was hat das nochmal zu tun? Ach ne, kostet auch Gold. Ah, shit. Oh, jetzt sind wir screwed. Wie lange die Einheiten teilweise brauchen, um sich in Bewegung zu setzen. Krasser Scheiß. Come on, wir werden wenigstens noch diesen Angriff abwehren. Wozu habe ich diese ganzen Archer gebaut? Oh, und hier hinten steppen meine Front, meine Nahkampfeinheiten rum und kommen nicht durch. Toll. egal. Solange deine da noch irgendwie überleben, dann können meine Bogenschützen die relativ hart kalt machen gerade. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich ja keine Goldproduktion mehr. Fuck. Dann muss meine Holz- und Nahrungsproduktion das jetzt alles managen irgendwie. Tut nix. Warum? Nein, hört auf hier rauszulaufen. Ihr Fucker. Wartet lieber, bis sie reinkommen. Was bald der Fall sein wird. Gott, kann das so schwer sein? Jetzt geht um meinen Defense-Modus, Spasten. Oh man. Oh nein, dein Feld ist leer. Dann baue ich noch Pikeniere. So, so viele wie geht. Oh, das wird das nächste Problem. Was denn? Die Triboke? Skorpione. Wenn er davon viele hat, dann... Ach, du hast sogar noch was da oben. Ich habe wieder was gebaut. In der Zwischenzeit. Ich dachte, du wärst schon so gut wie tot. Und ich müsste das jetzt hier irgendwie... Ich bin eigentlich auch so ziemlich unbrauchbar, weil ich keinerlei Nahrung habe. Das ist mein Problem gerade. Ich habe kein Gold. Ist doof, wenn die Einheiten, die man eigentlich bauen will, auf Gold basieren. Na shit. Dann ist meine Holzproduktion kann dem auch nicht ganz standhalten. Meine Holzproduktion ist non-existent mittlerweile. Zeit, seine Spasten zu töten. Nicht aus der Reserve locken lassen. Warum ist ein Dorfbewohner dabei? Scrap, Crap. Oh ja, hier ist noch Gold. Los, Zeit. Ja, mit deinen berittenen Bogenschützen könntest du allerhöchstens... Na, obwohl, nee, auch nicht. Auch nicht wirklich. Die kostet 750 Food halt. Ein Crap. God, I need this fast, very fast. Oh no. Not enough gold, not enough gold, oh fuck. Mein Markt steht hier oben aber theoretisch wieder. Also wenn du noch irgendwo Markkarren hast, wo sind eigentlich meine ganzen Markkarren hin? Die hat er doch alle getötet. Echt? Natürlich. Ich nicht mitbekommen. Ich glaube, jetzt werde ich ziemlich invaded. Das heißt, ich komme halt schwer mit der Nachproduktion mit wirklich sinnvollen Einheiten nach, weil ich halt einfach null Gold habe. Mhm. Und meine andere Produktion nicht schnell genug ist, um das Gold halt rauszuholen durch Markthandel. Beziehungsweise ich kann ja auch nicht alle Nahrung verkaufen, weil dann könnte ich auch wieder nichts machen. Not enough food. Yes, that's the problem. Ah, God. Oh ja, yeah. I'm pretty much dead by now. Was tun? Da ist noch ein Crossbowman mit ein bisschen HP. Los! You will make it. Totally. Und Zeit, diese Dorfbewohner abzuziehen. In der Hoffnung, dass sie gleich noch was machen können. Irgendwas, was sinnvoll ist.
Noch schneller. Vielleicht sollte ich hier auch einfach reinrufen. Meine Tower werden es machen, ja? Und meine Burgen. Oh shit, jetzt kommt hier natürlich Eddie. Mit Kamelreitern. Fuck. Oh nein, er hat gecheckt, dass ich Dorfbewohner wegschicke, glaube ich. Oh oh. Oh fuck. Oh fuck, jetzt hat er. Oh shit. Los. Zeit, seine Kriegsmaschinen mit Dorfbewohnern kaputt zu machen. Ja. Viel mehr als ich. Da freue ich mittlerweile wieder ein bisschen was hiervon. Ja, meine Villager zerstören seine Kriegsmaschinen. Ah. Na shit. Kommen zwei Samurais und screwen einfach alle komplett um. Fuck! Ja, not this nice. Ja, was hast du da jetzt noch so? Ah, ja. You've been defeated. No. Can't be. Was, wo habe ich denn jetzt hier noch? WhatsApp-Spektrum, denke ich. Okay. So, und was tust du da jetzt noch so? Mit deinen 5 Knights oder was das da sind? Mal gucken, ob überhaupt jemand im Chat ist. Muss wirklich mal schauen. Ich muss mal erst einstellen, an wen es alles geht. Oh ja. Feier ist, da ist wieder ein Engländer oder so im Chat gewesen und ich habe halt nicht drauf geachtet, also want advice, want any advice? Und dann habe ich halt nichts gesagt oder geschrieben, no, take this as no, fuck. Lol. Ich glaube, so Nischenspiele, da freuen sich dann halt immer so 5 Leute drüber, dass das gestreamt wird, so yeah! Finally, someone! Ich habe das ganze Pferde heute noch ausgeschalten. Gefühlt. Da. At least that. Und seine Elefanten sind arschlangsam einfach. Die kommen immer so, wenn alles schon vorbei ist. Achievement unlocked. Phoenix Rising und noch irgendwas. So, jetzt kommen sie wahrscheinlich. Sie müssen kommen, wir warten hier. Ja. Ja. Gott verdammt. Hätte so anders ausgehen können. Ich hätte dich mal gespied, wie immer. So, komm jetzt die Stats. Immer, das war so ein Problem. War ich mit Abstand der schlechteste? Ja, doch. Ne? Ja.
Obwohl, Eddie hatte gar nicht so viel mehr Punkte im Total als ich. Oh, und Society war ich natürlich ganz schön advanced. Guck mal, bam. Also im Vergleich zu... Units lost 406, yes! So, was haben wir hier? Habe ich irgendwo einen Stern? Grüß Gott! Erzähl das mit den süßen Tränen. Es Mann, war der so billig. Es war der reinste Aufbausimulator für mich, weil ich die ganze Zeit nur so rumsaß und nichts gemacht habe. Das hätte so einfach so gut es war einmal gespiked. Was hättest du denn spielen sollen? Deine Samurais. Es war der größte Problem. Ja, aber die habe ich hinter einer zweiten Mauer gesammelt, dass du nicht spielen kannst. Ja. Oh man. Es war im Generellen dumm, ich hätte einfach mal nachdenken müssen, dass du Japaner bist. Ah, ärgert mich. So hart. Das lief so gut. Ich hatte so eine gute Eco und alles. Und dann sowas. Oh, vor allem. Mann. Ja. War doch eher nur so ein 1 und 1. Zwischen euch. Ich glaube, Silas hat da auch irgendwie gestruggelt, überhaupt atmen zu können, so wie ich. Ich hatte durchgehend kein Gold. Ich hatte gar kein Gold. Am Ende hatte ich auch gar kein Gold mehr. Heftig am Schupfen in diesen so die ganze Zeit, dann komme ich so rein und frage, jo, wo ist denn das ganze Gold? Oh, ich dachte, wir sollten Steine abbauen. Ja, vor allem, keine Ahnung, es war... Eben, weil die Sache ist die, was ihr beide höchstwahrscheinlich nicht wisst, dass die Samurais einen Vorteil... Hast du mir doch schon erzählt. Also, ja, du schon, weil ich weiß nicht. Attack Damage hat gegen Spezialeinheiten, also zum Beispiel wie jetzt beim Steelers die Teutonic Knights, deswegen es nicht gut war, die dagegen zu bauen. Ja, das hast du mir erst gesagt, nachdem ich da so eine Armee von denen aufgebaut hatte, so, ja, hey, yo, by the way. Was gewesen wäre, theoretisch gegen sie, wäre am Ende, was ich gemacht habe, Champions zu bauen. Habe ich auch dann gemacht am Ende, aber das war dann halt schon zu wenig, weil, ja, keine Ahnung, am Anfang bin ich halt voll auf Fernkampf gegangen, weil du meinst, hey, die sind voll gut dagegen und ich so, ja, das okay. Hätte auch gut geklappen können, hätten wir irgendwas zwischen denen und dann Fernkampfeinheiten gehabt. Hatten wir aber nicht. Fernkämpfer machen auch Arschgeschall gegen die dummen Kaisamurai. Das große Einmal Problem war, oder auch kaputt mit gemacht. Das Hauptproblem war, dass ich nicht gerafft habe, dass du oben durchgebrochen bist. Ich hab's null geschnallt. Wirklich null. Ich so, hey, ich werde da oben angegriffen. Schreibe sehe ich einfach nur wie so 5 Rammen und gefühlt 30 Samurai so gerade durch meine Base Lash. Ich so, ah, es war fuck. Ah. Oh Mann, das, wo ich gerade nicht geplottet habe, Eddie zu zerstören. So, Das habe ich mir schon gedacht, weil Eddie mit diesen zwei Einheiten, die ich irgendwie 30 Minuten lang nicht bemerkt habe, bis ich gesehen habe, oh, mein Dorfzentrum ist ja gleich kaputt. Ich hatte so 0 Einheiten und damit mit diesen zwei Reitern da angekommen. Werden Sie Windows 10 einem Freund oder einem Kollegen empfehlen? Habe ich dich dann irgendwann besiegt und ich hatte nur noch so 1 Millimeter Leben für das Dorfzentrum. Ich hab's komplett dumm gemacht. Ich hätte die Einheiten, die ich hatte, eher auf dich schicken sollen, anstatt damit zu versuchen, die Samurais zu besiegen, weil es kompletter Schwachsinn war. Weil die Jaguar-Krieger sind komplett draufgegangen, die ich gebaut habe. Die Adler-Krieger, die auch Spezialeinheiten sind, sind auch komplett draufgegangen. Und dann hatte ich noch einen Haufen an Plänklern, die einfach keinerlei Defense mehr hatten, weil halt alles draufgegangen ist und die standen so rum, so, ja. Und dann kam halt die Samurai und sind dann mit ihrem Samurai-Schwert wie durch heiße Butter durch. Und, ja. Ich hatte schon die ganze Zeit Butter. Angst. Ich habe schon die ganze Zeit kommen sehen, dass es irgendwie, weil jetzt wusste ich, 100 Einheiten vom Arvid beim Eddie rumstehen und mein Gold klauen in Form von Eddies Markt. Und dann die ganze Wirtschaft angekurbelt hat. Das war der einzige. Vor allem, dass ich auch so null Bewegung hatte, weil ich direkt neben dem Markt so meine Einheitenbaustätten gehabt habe. Und da ist wie auf so einem Highway die ganze Zeit diese dumme Markt kam. Wie so eine Mauer, durch die du dann nicht mehr durch kannst. Ständig haben sich die NPCs da so gekloppt, wer denn jetzt durch darf. Oh Mann, was für ein Match. Gott. War ein nervenaufreibendes Match. Yes. Das Spirit Zeitalter hatte ich nur ein paar hundert Punkte mehr als Arvid. Es lief auch alles so top, ich hatte so viele Einheiten diesmal, es lief alles so schön, ich hatte sämtliche Forschungen, ich hatte 6000 Nahrung zum Teil, wo ich versuchte dann in meine Armee reinbuttern konnte, ich war endfrüh am Popcap für meine Verhältnisse
Und dann kamen Samurais und haben alles zerstört. Einfach alles kaputt gemacht. Einmal habe ich meine Armee verloren, weil ich war die ganze Zeit im Popcap und hatte all meine Produktion halt auf Auto-Produced und konnte deswegen keine Triebwerke und so bauen. Und deswegen musste ich meine Samurai immer in den Selbstmord schicken, um die Bogen zu zerstören. Sind überhaupt irgendwelche draufgegangen? Mir kam es nicht so vor, Mann. Das kam mir nur nicht so vor, weil ich halt auf Autoproduktion ständig wieder Samurai reingeklatscht habe. So gestorben sind einfach ein lächerlicher Haufen. Einmal sind all meine Samurai gestorben. Unten, als ich durch das Tor gegangen bin und die Burg angegriffen habe. Ah, no. Ja, sind tatsächlich alle meine Samurai gestorben. Und genau. Eddie muss unbedingt, aber gut, das ist natürlich aber einfach zu sagen, Eddie muss mehr auf seine Einheiten achten, Mann. Ganz am Ende kam er auch noch mit berittenen Bogenschützen an und hat sich von Champions fast ausspielen lassen. Ich wusste ja gar nicht, was das für Einheiten sind, weil sie für mich einfach alle gleich aussehen. Ich habe ja nie einen Plan, womit ich es zu tun habe. Aber der einen Plan solltest du haben, Bogenschützen im Nahkampf sind nicht gut. Also wenn irgendeine Einheit auf deine Bogenschütze zugeht, dann reite davon, vor allem mit dritten Bogenschützern, immer davon. Davon wieder winnen. Ja, ansonsten ein nices Game, das wird auf jeden Fall eine Revanche geben. Bald. Uah. Ah, niemand hat bemerkt, dass ich Japaner durchgeschmuggelt habe. Ja, du mieser Bastard. Ich hab's mir so gedacht. Oder dann so, warte mal, er nimmt Azteken, nehme ich mal Japaner. Der hat nämlich keine Pferde. Ha, keine Pferde und eigentlich nur Spezialeinheiten. Der Plan war perfekt. Crap. This time. Jetzt hat er ein paar Deutschritte und diese Bogenschützentypen. Ich kann nicht die letzte Level Bogenschützentypen bauen. Meine Bogenschützen sind ein Kacke. Bitte. Bogenschützen sind hart, dick. Warte, können die Japaner keine Arbalesten bauen? Na doch, können sie. Aber ich kann sie nur keine auf die Screen upgraden, die Arbalestenschützen. Wusstest du, dass die Japaner nicht mal eine Tech-3-Forschung haben für ihre dummen Felder? Ja. Ja, das weiß ich, hab die früher immer gespielt. Ich glaube, ich werde mal kurz AFK gehen. Ich hab die nur gespielt. Ich weiß nicht. Die sind lustig. Ich wollte eigentlich Byzant spielen. Aber nee. Ja. Okay, mal gab's ausprobieren. Die Japaner sind, also die Samurais sind halt echt hart krass, wenn man nicht aufpasst, wenn halt gegen bestimmte Völker kommen, die halt endlich dann ausspielen, wie es zum Beispiel die Azteken. Wo sie halt dann wiederum scheiße sind, ist, wenn Gegner berittene Spezialeinheiten haben, die nicht in Nahkampf sein müssen, also berittene Bogenschützen und so Zeug. Mongolen sind einfach nur richtig behindert. Mongolen vernichten deine Kackeinheiten so heftig. Mongolen sind sowieso abartig nervig. Ja, Mongolen sind einfach nur nervig. Mongolen sind so nervig, das ist unfassbar. Aber dafür sind sie teuer, die ganzen berittenen Einheiten. Das stimmt. Kalum war also man muss wirklich nicht dabei, deswegen musste ich auch kein Rush oder so ein Schmarrn befürchten. Ich hatte die ganze Zeit Angst, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich immer relativ spät erst Einheiten baue. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit Angst, so scheiße, wird das jetzt ausspielen, kommt der früh. Und deswegen habe ich dann versucht, diesmal ausnahmsweise relativ schnell zuzumauern, was mir auch gelungen ist, coolerweise. Ich hab schon gesehen, weil ich habe dann den Sidas gescoutet, bis du hier hochgekommen, wo du schon keine Mauern hast. Und noch keine Mauern gehabt hast, das wäre... das ist mein Zeichen gewesen für einen Night Rush. Aber du hast schon Mauern gebaut. Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass du Silas Night Rushed. Wollte ich auch, aber der ist so ungelegen weit weg gewesen. War ein bisschen blöd. Ja, entweder hätte ich einen Night Rush machen können und dann halt meine Imperial Age delayen, oder ich hätte Imperial Age rushen können und danach halt abartig mit dem Samurai spam. Oh, ja. Leute, I have to go now. Bam, entschieden. Then go like the wind. Yes, I will do. We hear from us. We hear from you. Yeah, bis dann. Have a good night. Yes, you too. You too. Baldi. Buddy disconnected from your channel. Ja, ich wollte nicht schon wieder den ganzen Tag in Triple Edge verbringen, wie gegen Kalum, der pervers. 10 Minuten im Feudal Age rumschimmeln. Ja.
So sehr nie passiert hier. Na. Fast hätte mein Plan noch geklappt. Also das große Problem war, wären es alles nicht Samurais gewesen. Ich hatte am Ende jetzt vor allem, das war dann richtig malig, hatte ich dann einfach 6000 Nahrung und 3000 Holz und kein Gold und vor allem noch keinerlei Forschung in irgendeiner Weise in Richtung Champions. Und dann durfte ich mir dann alles mit 0 Gold aus dem Arsch ziehen, während ich noch meine Siedlung wieder irgendwie aufbaue. Und das hat halt einfach medium geklappt. Ich habe es immerhin noch geschafft, so gut 20 Champions oder so zu produzieren, aber ich komme es nicht. Ich habe mir so gedacht, wo sind die, wo ist Arvid? Wir sind später, habe ich mich dann besonnen, dass du meine Drohne hast, ein paar Gebäude kaputt gemacht, ne? Ja. Ja. Buchliebe, Outpost und nutzlose Bauern. Und Eddies Markt. Vor allem Eddies Markt. Aber keinerlei Gold mehr. Aber keinerlei. Ich hab irgendwie die Hälfte meiner Bevölkerung an Bauern. Sicherlich. Ja, du hast diese Pocken Bauern. Ganz knapp weniger Bauern als ich, warte. Da ist Society stets. Du hattest 86 Bauern. Ich hatte 88. 88 Bauern. Ja, aber sowas rum findet man nicht häufig. So die 80, 90 Marke Bauern, ne? Ja, nur die Anfänger machen das immer nicht. Ja, Eddie und Silas. Eddie vor allem 49. Und ja. Silas ist ein bisschen besser, also für so früh, dass er spielt mit 61 Bauern, ist eigentlich schon gut dabei. Das ist richtig, aber um die 50 Bauern, da bist du einfach nur eco-mäßig, bist du abartig, was er kriegt, ist nicht mehr amüsant. Das haben wir bei Eddie gesehen. Wo ist mein Gold? Ja, ich weiß nicht, als Eddie irgendwie 2 Markkarren hat, dann hatte ich 20. Und das hat er ein ganzes Gold produziert. Ja. So. Da bin ich wieder. Fünf Leute hat die in seiner Kackenmine, der 2 Klumpen Gold jede Stunde gebracht hat. Ist dieser Eduard verschwunden? Und der hat keine einzige Reliquien mit eingesammelt. Oh, okay. Der hat mich zurückgehalten und die einfach seine ganzen Reliquien geklaut. 4 Reliquien oder so hat er. Hat 0 eingesammelt. Alter. 3 Reliquien. So. Das Gold. Ich werde jetzt Reis essen. Reis. Reis. Würde mir Lebkuchen holen. Hast du danach noch Lust auf ein Match gegen NPCs? Oder bist du out for today? Wer, ich? Ich werde zu Bobby gehen und ihn fragen, wer noch spielt, weil er hat mich vorher gefragt, ob ich mit ihm noch schneller spielen will. Dann würde ich das nämlich auch noch schnell machen. Das, das Ding ist... Aber du möchtest, ich bin gleich weg. Bobby nicht spielt. Ich werde den Bobby fragen. Wenn ich zurückkomme, muss ich dir berichten. Wie lange bist du heute wach? Nicht super lang, aber bis 12 ungefähr. Okay. Silas, dann... Du gehst jetzt direkt, oder wie? Nee, jetzt so gleich in 10 Minuten vielleicht, so. Weil dann spiele ich noch CSGO. Und wie haben Sie heute Ihren restlichen Geburtstag noch verbracht? Ich war im Fitnessstudio, ich habe Uni-Zeug gemacht und ja, im Endeffekt war es ein ganz normaler Tag, weil ich feiere ja erst... wenn ich dann jetzt wieder am Mittwoch heimfahre und und plane. Stimmt, was der erzählt mit deinen Eltern dann. Genau, und irgendwie, weil hier in Tübingen, keine Ahnung, war halt so ein bisschen was, halt mit den Mitbewohnern oder so, aber it's nicht the wildest shit ever. Na, ja, verständlich. Verständlich, vor allem, wenn man dann halt da, keine Ahnung, nicht alles so super kennt. Ja, genau, also ich weiß nicht, es hat sich jetzt noch nicht der tiefe Shit hier ergeben, irgendwie, dass ich sage, wow. Auch wenn man theoretisch zusammen wohnt, aber trotzdem ist man also, Ach so, nee, das muss ich sagen, also das ist irgendwie sehr seltsam, weil wir uns ja vorher auch gar nicht kannten, weil der Vermieter uns alle ausgesucht hat. Dass das überraschend ziemlich nice ist eigentlich alles, aber. Echt auch, okay. Ja. Ja gut, wenn man zusammen wohnt, ist noch was anderes, aber zum Beispiel die Leute... aber so kommilitonenmäßig ist halt jetzt ein... Ich habe auch noch kaum welche jetzt privat getroffen. Ja, ich habe, also am Anfang hat man halt mit voll vielen was zu tun gehabt, wegen diesen ganzen O-Wochen-Scheiß. Und seitdem habe ich nur mit so 5 verschiedenen Leuten immer noch mal wieder was zu tun gehabt, weil, und halt mit Fachschaft oder so mal, aber es ist nicht so, dass ich sage, wow. So eine Lerngruppe, wo wir da immer irgendwie was machen und da habe ich jetzt so eine... Ja, Gruppenarbeiten habe ich auch, aber das war ja nicht so...
zusammenrumpeln. Bisher nicht so erfolgreich, wie ich fand, aber gut. Ach so, das ist jetzt ein Schlüssel. So, ich glaube, ich sollte den Stream auch mal beenden, weil, genau, so, genau, das war, ich glaube, das lade ich auch hoch, Age of Empires und Match ist ganz schön. Hast du auch Highlight aus dem letzten? Ja, ich guck mal, was da so drin ist noch, aber bestimmt, also ich werde jetzt halt immer mal so, dass ich wirklich viele Sessions erstmal dann nehme, ich weiß es nicht, wahrscheinlich kommt das erst im neuen Jahr dann oder so. Und ich will, dass wir noch einen Podcast aufnehmen, yo. Ja. Ja, müssen wir echt mal machen. Weil wir haben jetzt lange wieder keinen Random Talk mehr gehabt. Wann hast du unter der Woche Zeit für einen Dienstagabend wäre sehr gut. Dienstagabend, kann ich mal schauen, vielleicht kriege ich das dahin. Dann würde ich dir noch schreiben morgen. Okay. Ich muss hier mal auf. Auf meine Schmiersättelsammlung. Wo du das dann wieder nicht finden wirst, oder was? Ja. Genau. Perfekt. Genau so. Ich habe wieder lauter Schmierzettel gemacht mit verschiedenen Skizzen von Logos und was weiß ich was allem. Psst! Der Stream ist noch an! Nee, ich meine das gar nicht mal, das, sondern auch andere Logos, weil ein Kumpel von mir mit mir eine, also wollte, dass ich eine Website und Zeug, ähnliches optisch ein bisschen mache. So, deswegen muss ich jetzt auch noch HTML5 lernen. Oh Gott.